Heute zeige ich dir meine 5 liebsten Outdoor-Kappen. Also wenn dich das wirklich interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rostmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, Kappen, Kapperl, ich habe diese Teile halt ganz einfach sehr, sehr gerne. Siehst du es ja in den Videos, dass ich die immer wieder aufhab. Und ich mag dir meine 5 liebsten Modelle vorstellen. Fangen wir gleich einmal mit dem hier an. Das habe ich in unterschiedlichsten Farben. In grün, dann habe ich so ein braun Tarnmuster, so ein amerikanisches Tarnmuster, was die Jäger verwenden, und eben hier ein schwarzes. Das nennt sich, ich muss selber nachschauen, BDU, glaube ich, irgendwie, ja, Cap BDU. Das ist so ein US-amerikanischer Army-Marine-Verschnitt. Und was mir so gut gefällt, ist, dass es erstens einmal perfekt auf meinen Eierkopf passt, aber nein, dass der Schirm hier nur recht kurz ist. Das ist wirklich sehr kurz, das ist sehr angenehm, passt ganz genau auf meinen Schädel drauf. Geht auch relativ weit runter, ohne einzuschnüren, ist einfach perfekt. Man kann aber nichts einstellen, gell? Also entweder passt es für den Schädel oder es passt nicht. Gibt doch unterschiedliche Größen. Das hier habe ich von Max Fuchs, steht auch drinnen hier in dem Emblem. Ich gebe da unten den Link auf Amazon, schaut euch das an, wenn ihr das interessiert. Ich mag das sehr gern. So, aber der Nachteil bei diesem Teil hier ist, es ist halt recht kurz. Ja, es ist da alles recht kurz und manchmal braucht es, und für das habe ich dann 2 andere Modelle, einen längeren Schirm. Und dafür habe ich, das habe ich mal geschenkt bekommen, ja, habe ich mal geschenkt bekommen von Fail Raven, ein Kapperl. Es hat einen viel längeren Schirm, ist in grün gehalten mit diesem Fail Raven Fuchs drauf, einstellbar, ja, hat aber auch den Nachteil, dass dieses Teil hier mit der Zeit ausleiert. Du siehst, dass ich das jetzt so doppelt eingepflegt habe, weil das nachgibt mit der Zeit. Also das hat auch ein bisschen einen Nachteil. Ich habe hier die Größe L, hier in diesem Fall, weil ich immer wieder gefragt habe, welche Größe das ist. Das hier ist die Größe XL. Bei dem hier ist Größe XL beim ersten Kapperl. Bei dem hier ist es die Größe L für meinen Eierschädel. Das passt genau. Gebt auch dazu unten den Link. Das habe ich auch sehr gerne. Gut. Dann ist es manchmal so, dass es wirklich so heiß ist, so richtig heiß und die Sonne runterbrennt. Und ich habe da auch Hüte, die mache ich vielleicht ein anderes Mal. Aber da wären die hier doch relativ, weil das ist Baumwolle, beziehungsweise das, dieses G1000, glaube ich, heißt das von Fail Raven. Das wird doch relativ warm. Und dafür habe ich hier das hier, dieses Kapperl. Ich meine, abgesehen davon, dass das natürlich noch einmal einen längeren Sonnenschirm hat, damit das schönen Schatten hier reinwirft in die Visage. Ja, aber gut, ist das ein sehr, sehr dünner Stoff. Ja, hat auch hier seitlich so Luftöffnungen auf beiden Seiten. Gab hinten auch, na gut, hinten nicht wirklich, aber das nehme ich dann, wenn ich wirklich, wenn die Birne ins Schwitzen anfängt. Ich bin ja ein Glatzenschlumpf von halber, ne? Und das heißt, es gibt auch keine Haare, die das irgendwie aufnehmen könnte. Also gut, ja, wie auch immer. Da nehme ich das, es ist sehr, sehr dünn, ist aber dafür auch für den Winter nichts. Es zieht durch, es ist unangenehm da diesbezüglich. Also Nummer 5 würde ich eher sagen, aber egal. So, und dann habe ich noch 2, die ich auch sehr gerne habe, nämlich das hier. Das Kapperl, das siehst du auch immer wieder, das ist ein Werbegeschenk, das ich bekommen habe von der Firma Tatonka Tasmanian Tiger, also vom Tasmanian Tiger hier. Ich glaube, das gibt es nicht zu kaufen, das ist sehr schade. Das habe ich bekommen, einfach mal so. Das habe ich auch in zweifacher Ausführung, das taugt mir. Da kann man nämlich hier vorne ein Klett anbringen. Ja, hier zum Beispiel, ja, meinen Survival Instructor Patch, ja. Das ist eh auf wichtig einfach. Bei dem ist es so, das ist ein sehr... Das ist so ein typisches Baseball-Cap, jetzt nicht vom Aufbau her allein, aber das ist richtig stark, das ist richtig fest. Das ist auch was, wenn es ein bisschen kälter ist, aber nichts im Sommer, weil da schwitzt du dir die Birne weg. Sehr fein, ich glaube, das gibt es leider nicht zu kaufen, weiß ich nicht ganz genau. Aber ja, das ist so, hier hinten kann man noch einmal einstellen, ist auch sehr, sehr nett. Passt. Und jetzt zu guter Letzt das hier. Das ist mein schierkstes Kapperl, was ich habe. Ich meine, ich schaue ja sowieso nicht unbedingt aus wie der Fesche. Ich bin ja ein Feschzack. Ja? Aber das ist nicht der Punkt, aber das schaut wirklich irgendwie aus, ja, dieses Kapperl. Das ist fürchterlich, finde ich. Aber unabhängig davon, dass man natürlich wieder einen Glätt, da einen Patch drauf geben kann, den Bushcrafter-Patch, kriegst du natürlich stinkige Eigenwerbung. Auch bei mir im Shop, wenn du magst, Link findest du unten. Also aufpassen, Werbung. Kann man auch hinten drauf poppen, das ist ja alles okay. Ja, das ist gar nicht der Punkt, aber das Kapperl hat einen großen Vorteil gegenüber all den anderen, die ich da gezeigt habe.
Das heißt, das kann einfach im Rucksack ganz locker dabei sein, hat ein sehr geringes Packmaß. Ein Packmaß, ja, dieses, ja, weil hier der Schirm klappbar ist. Und das finde ich praktisch. Das ist von Miltec, glaube ich, muss nachschauen. Ja, ist von Miltec, da habe ich die Größe. Moment, da steht gar keine Größe drinnen. Vielleicht ist das eine Einheitsgröße, ich weiß es nicht genau. Habe ich von der Firma Miltec und bin so insgesamt sehr zufrieden damit. Liegt von, ist nicht so dick wie das Tasmanian Tiger, liegt auch nicht, liegt eher in dem Bereich von diesem Max Fuchs Armee-Kapperl hier. Ja, das habe ich auch immer wieder dabei. So. Also das sind all meine Kapperln. Ich weiß nicht, welches dir am besten gefällt. Link zu den Teilen findest du natürlich unten. Sag mal ganz einfach, was du davon hältst. Welches passt mir am besten? Schreib mal da unten einen Kommentar, irgendwas. Schreib mal einen Kommentar, welches du der Meinung bist, dass mir am besten passt. Oder welches mir am ärgsten passt. Oder ob ich überhaupt kein Kapperl aufsetzen sollte. Wie auch immer. Vielleicht magst du auch einen Kommentar schreiben, welche Kappe du outdoormäßig benutzt. Oder was du als Kopfbedeckung benutzt. Oder du drauf kackst. Oder wie auch immer. Das wäre cool. Ein Daumen nach oben oder nach unten. Ganz wie du magst. Link zu den Produkten findest du unten. Natürlich auch zu den Badges in meinem Shop, wenn du das magst. Ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Glocke drücken nicht vergessen, damit du auch die neuen Videos bekommst. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mir wieder gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann. Bis bald. Ciao.